Die letzten beiden Wochen waren sehr anstrengend für mich. Es war regnerisch und es ist kühler geworden, aufgrund der, dass es die ganze Zeit Dauer geregnet hat, was natürlich auch nicht schlecht ist, aber für die 2 Wochen war das ein bisschen zu viel. Und ja, es ist dann auch sehr kühl geworden und einige Melonen, zum Beispiel in meinem Hochbeet, sind jetzt auch ein bisschen eingegangen oder allgemein auch draußen im Freiland. Im Tunnel geht es noch allen gut. Das ist halt dann so. Das ist halt auch ein bisschen das Wetter. Und sonst hatte ich auch sehr viele Probleme mit Schnecken. Und das hat mir dann einfach gezeigt, dass ich dann auch viel mehr Nützlinge hier ansiedeln muss. Also wie gesagt, ein Igelhäuschen habe ich schon gebaut. Dazu habe ich in meinem letzten Video gezeigt, wie ich das mache. Verlinke ich euch oben einfach mal in der Infokarte. Und sonst, was ich auch noch entdeckt habe, ich habe hier so Steinhaufen aufgebaut und da habe ich auch Schnägel gefunden, also Tigerschnägel, die fressen natürlich die Schnecken. Und ja, wie gesagt, es war sehr regnerisch und trotzdem wächst und gedeiht alles. Und da möchte ich einfach mal ein bisschen so erzählen, beziehungsweise einen kleinen Gartenrundgang mit euch hier im Mitte Juni mit euch machen. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und es geht hier gleich los mit dem Gartenrundgang. Möchte ich einfach mal erzählen, wie sich der Garten so ein bisschen entwickelt hat. Also ganz allgemein muss ich sagen, dass jetzt wegen dem Regen die Tomaten auch im Gewächshaus und unterm Folientunnel und auch wegen der Kühle, weil sie ja nicht der starken Hitze ausgesetzt gewesen sind, einen richtigen Wachstumsschub bekommen haben. Also die bilden schon die ersten Früchte aus. Das freut mich wirklich sehr, wenn es jetzt in den nächsten Tagen wirklich warm und sonnig wird, dann werden die dann schön saftig und reif. Da freue ich mich schon in so 1-2 Wochen mal Tomaten zu ernten und die dann in Ruhe und Frieden zu genießen. Auch natürlich freue ich mich dann diesbezüglich über die Auberginen und Paprikas. Die haben jetzt auch riesigen Wachstumsschub bekommen, vor allem im Gewächshaus bilden die auch schon die ersten Früchtchen aus. Einmal habe ich schon mal eine Chili ernten dürfen, die Cirola Sella. Ich weiß nicht, ob das eine frühe Sorte ist, aber das hat mich auch schon sehr gefreut und gewundert, dass die schon, reif geworden sind. Und was ich auch entdecken durfte, zum Beispiel im Gewächshaus und im Hügelbeet habe ich Ameisen gefunden. Und da ist es halt so, die machen halt ihren Hügel oder ihre Gänge halt, haben sie bei mir neben den Pflanzen gemacht. Und das ist vielleicht nicht ganz so optimal, weil sie ja natürlich das Wurzelwachstum der Pflanze stören. Aber da habe ich das einfach so gemacht, dass ich dann einen Terrakotta-Topf genommen habe oder einen ganz normalen Pflanztopf, ihn draufgestellt habe und damit halt die Ameisen da ihre Eier und ihren Hügel aufbauen, das machen sie innerhalb von einem halben Tag oder einem Tag, dass ich dann den Hügel dann nehme, also ihr Häufchen oder ihren Häuschen, ihr Hügel, und das dann weiter so 100 Meter weg entfernt bringe. Manche, das ist, man muss es halt immer so in 2 verschiedenen Sachen auch sehen, dass Ameisen ja grundsätzlich nichts Schlechtes sind, die haben natürlich ihre Berechtigung, sind sehr gute Nützlinge, bis auf halt natürlich den Faktor, dass sie halt die Blattläuse beschützen, damit sie halt abmelken können. Aber die fressen halt auch sehr viele Insekten, lockern Boden auf, sind mehr Nützlinge als Schädlinge im Garten. Und da muss man halt auch wirklich aufpassen, weil manche dann auch meinen, sie müssten Backpulver oder ähnliches verwenden, um Schnecken loszuwerden. Aber ich glaube, das tötet sie sogar richtig qualvoll. Und grundsätzlich habe ich nichts gegen Ameisen. Nur wenn sie dann zu viel an Überhand nehmen. Genau wie die Hunde jetzt hier so ein bisschen am Bellen sind. Aber kann man nichts machen. Ist halt jetzt hier so im Garten am Sonntag. Die sprechen halt miteinander. Naja, egal. Und sonst, ja, hier im Garten wachsen halt dann auch jetzt ein bisschen die Melonen kräftiger an. Ja, Salat wächst auch an,
Kartoffeln. Natürlich haben die Schnecken sehr vieles gefressen. War und schon manchmal an manchen Tagen habe ich dann gesehen, dass an dem Kohlrabi 6-7 Nacktschnecken gewesen sind. War dann schon sehr erstaunlich. Ich habe natürlich alle abgeklappt und auf den Kompost geworfen. Aber sonst, was ich auch gemacht habe auf der Wildblumenwiese, habe ich da ein bisschen mit der Machete so die Kräuter zurückgestutzt, die zu groß geworden sind, die auch dann eine Trauben im Schatten stehen gelassen haben, damit halt dann die weniger Sonne haben, aber die bilden gerade Früchte aus, deswegen habe ich sie geschützt. Was ich auch gemacht habe, ist, dass weil die Kiwis eines Jahr mir rausgerissen wurden und eine andere Kiwi, die anderen Kiwis sind halt sehr strapaziert, die sind noch ganz klein und haben sich zurückgebildet. Deswegen habe ich mir neue Kiwis bestellt. Nochmal eine männliche Kiwi zum Befruchten, eine normale weibliche Kiwi und eine selbstfruchtende Kiwi. Und die habe ich an der Wildblumenwiese, die habe ich dann da reingesetzt. Also ich habe da mit der Kelle den Boden gut aufgelockert und da die dann nochmal neu reingesetzt, damit die ranken können. Ich hoffe, dass die auch die bestehenden Kiwis auch mit heranwachsen. Dann hätte ich zwei männliche Kiwis dort. Muss ich mal sehen. Ich habe die auch mit Brennnesseljauche gedüngt. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das ist echt ein super Dünger wegen den Mikroorganismen, nicht wegen den Nährstoffen. Das sind immer die Mikroorganismen. Also die Bakterien und auch die Viren sind unsere Freunde und nicht unsere Feinde. Stichwort Corona. Das ist ein anderes Thema. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn dann wirklich 5 Kiwis dort sind und die auch an einem Gerüst mit rumranken. Da freue ich mich schon richtig, wie es sich da ein bisschen entwickelt. Und der Pfirsich, da geht es auch schon so langsam gut. Und sonst, was ich auch entdecken durfte an der Wildblumenwiese, ist eine Felsenbirne. Habe ich nicht gewusst. Hat mich gestern jemand darauf aufmerksam gemacht, die einen Gartenrundgang von mir haben wollte. Also ich habe mir halt so eine Führung gegeben durch meinen Permakulturgarten. Mache ich sehr gerne, also ihr könnt jederzeit mich besuchen und dann gebe ich euch so eine kleine Führung und ja, so eine kleine Einführung in Permakultursachen, erzähle auch da ein bisschen was. Also sie hat mir erzählt zum Beispiel, dass da Felsenbirnen sind und das habe ich dann fast gar nicht geglaubt und da sind tatsächlich Felsenbirnen und da habe ich schon mal ein paar genascht und das hat mich dann so richtig gefreut, wo ich das dann gesehen habe. Also das war wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, Mann, ist das schön, weil ich freue mich jetzt auch in dem Sommer. Ich gehe auch, jetzt sind da zum Beispiel Erdbeerplantagen, da gehe ich jeden zweiten Tag Erdbeer pflücken und esse die, weil ich liebe Erdbeeren und hier im Garten haben wir auch schon wieder mehrere Erdbeeren gekauft. Natürlich, also Pflanzen natürlich, die ich auch reingesetzt habe und die haben auch schon Ableger gemacht und da habe ich jetzt einfach einen Topf unter die Ableger gesetzt, damit ich die vermehren kann und so dann Geld sparen kann und meine eigenen Erdbeerableger machen kann, damit das Erdbeerfeld immer weiter wächst, damit ich hier immer mehr Erdbeeren habe, weil die jetzigen Erdbeeren, die ich schon ernten durfte, sind... Oh, also da gibt es echt nichts Schöneres, also die sind so... Oh, also dieses Gefühl einfach nur, wenn du so saftige Erdbeeren, die so richtig süß sind, schmeckst. Und es ist das gleiche wie bei den Himbeeren, die ich ernten durfte. Das ist einfach nur wunderbar süß und ich freue mich einfach, den Garten hier weiter aufblühen zu lassen, zu kultivieren. Ich freue mich auch auf die Trauben, wenn die dann reif werden. Und auch auf die schwarzen Johannisbeeren sind auch schon reif geworden hier im Garten. Hat sich meine Mutter dann auch gefreut und wir haben hier sogar noch Wilderdbeeren. Und die sind genauso süß und das ist einfach so ein kleiner Naschgarten, den ich einfach jeden wünsche und das macht einfach einen glücklich und die Vögel fliegen da natürlich auch wunderbar herum und ist einfach eine wunderbare Harmonie. Unten auf der Hauptertragsfläche habe ich dann bemerkt, dass da vermehrt Kartoffelkäfer an meinen Kartoffeln sind. Die habe ich jetzt angefangen aufzuklauben, sind noch recht wenige. Ich habe sie sehr früh bemerkt, bin ich auch sehr dankbar dafür. Außerdem habe ich auch nicht so viele Kartoffeln, das heißt, dass ich sie auch ruhig aufklauben kann und ich denke jetzt nicht, dass sie jetzt bis zum August oder September jetzt so viel meiner Ernte
auffressen werden. Wenn ich da regelmäßig schaue und aufklappe, sollte eigentlich in den Griff bekommen, also in den Griff bekommen zu sein. Deutsche Sprache. Und da ist es halt auch so, wo ich das komischerweise auch bemerkt habe, ist, dass an den Auberginen im Folientunnel auch Kartoffelkäfer sind. Also, weiß ich, dann haben wir dann Spaß, weil er zu meinem Vater gesagt, dass wir hier Nachtschattenkäfer haben, weil sowas habe ich auch noch nie erlebt, dass ich an Auberginen Kartoffelkäfer gesehen habe. Also da sieht man halt auch immer, dass der Name immer irreführend ist, dass die, weil Aubergine und Kartoffel gehören natürlich zu Nachtschattengewächsen, sind natürlich identisch von der Pflanzengruppe her. Da wundert es mich nicht, dass vielleicht eine Kartoffelkäfer auch mal eine Aubergine nascht, weil sie so gut schmeckt oder nichts anderes findet. Und ich denke mal, weil sich natürlich auch die Natur und die Käfer und die Insekten immer anpassen, dass vielleicht mal irgendwann auch mal Kartoffelkäfer an eine Tomate sich ergötzt oder auch mal nascht. Und es wird ja immer gesagt, dass es der Kartoffelkäfer sein natürliches Terrain in Amerika ist. Da gibt es so einen Adler oder einen Vogel, der die frisst. Vielleicht kommt es dann mit den Jahrzehnten, dass sich unsere heimischen Vögel auch an den Kartoffelkäfer gewöhnen und den auch mal vielleicht vertilgen oder sowas, dass sich hier einfach natürliche, ja, dass sich hier so ein natürliches Gleichgewicht einfindet. Das würde mich schon sehr interessieren und sehr freuen. Das würde mich, wäre auch sehr interessant, wie anpassungsfähig dann auch die Natur eigentlich auch ist. Aber ja, sonst neben diesen kleinen Problemen unten im Folientunnel wächst die Vielfalt und die Pflanzen wunderbar heran. Also die Auberginen haben einen Wachstumsschub bekommen, auch wenn ein paar Wühlmäuse da wieder dran gewesen sind. Nein, zwei, die Bohnen wachsen, der Kohl, die Kürbisse am großen Komposthaufen haben auch schon einen großen Wachstumsschub bekommen. Salat, wie immer, wächst heran. Phacelia mit den ganzen Wildbienen und Insekten kommen auch schon immer mehr. Da entdecke ich immer mehr Tiere, immer mehr andere Insekten und Wildbienen. Und die Vielfalt nimmt einfach zu, was ich einfach sehr wunderbar finde. Auch der Borretsch kommt, der sich wild ausgesät hat. Tatarischer Buchweizen. Es ist einfach, ja, diese Vielfalt und Wachstum, je mehr verschiedene Blüten man ansiedelt, Kulturpflanzen, kunterbunte der Mischkultur, wie viele Insekten ich schon gesehen habe, ist einfach nur ein Traum und einfach herrlich und lenkt mich auch ein bisschen von unseren gesellschaftlichen Problemen ab, weil da habe ich auch schon, ja, in den letzten Wochen und in den letzten Monaten sehr zu kämpfen gehabt. Und wie ich finde, sollte ich das auch natürlich hier ansprechen, ist ja sozusagen mehr oder weniger ein Permakultur-Gartenrundgang für mich. Und Permakultur bezieht sich ja nicht nur auf den Garten. Permakultur ist ja ein gesellschaftlicher Aspekt, ist ja Gesellschaft, Garten, Natur, Leben im Kreislauf, im Einklang mit der Natur. Und der Kreislauf gehört natürlich auch die Gesellschaft dazu. Und da hatte ich halt letzte Monate ja natürlich auch sehr viel, ja, Unterstützung bekommen. Ich habe auch sehr viel nachgedacht, natürlich auch über meine finanzielle Situation und wie ich mir halt momentan auch, ja, der Garten auch sehr viel Zeit investiert. Da möchte ich halt, das werde ich wahrscheinlich auch in jedem Video sagen, grundlegend muss ich sagen, ich mache hier keine Nebenbeschäftigung, das ist hier ein Fulltime-Job für mich. Die Fläche, die ich habe, bewirtschafte ich alleine, dann noch das ganze YouTube und das ganze Marketing, da frisst mir die komplette Zeit weg, da habe ich überhaupt keine Zeit für eine Nebenbeschäftigung. Ich bin sehr dankbar, dass es Leute gibt, die mich unterstützen und auch mein Vater mir tatkräftig unterstützt. Und das ist halt wirklich sehr hart, wenn man solche Kommentare liest, wie man soll nebenbei arbeiten gehen oder man soll nicht so schnorren oder sowas und nicht auf der faulen Haut liegen. Dann denke ich mir auch manchmal, Leute, ihr habt keine Ahnung, was es heißt, in einem Garten zu sein und welche Faktoren danach Einfluss haben können. Also ich meine sowas wie Schnecken. Da baust du zum Beispiel jetzt Salat an und willst ihn weitergeben oder zum Beispiel jetzt als Landwirt verkaufen und jetzt kommt eine Schnecke und frisst dir den Salat weg, den du mit Kraft und Energie großgezogen hast.
oder irgendein Kartoffelkäfer kommen und du wirst nicht mehr Herr davon, oder weil du Ungleichgewicht hast du Ernteverluste wegen Hitze oder Dürre. Also im Garten gibt es so viele Einflussfaktoren und das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen mit unserem wirtschaftlichen System, mit dem Verkauf und du musst arbeiten und sowas. Vor allem, weil du manchmal auch wirklich, ich kenne Leute, die haben 12, 14-Stunden-Tage und sowas, wo du da wirklich alles Mögliche machen musst mit Vorziehen, Pikieren, Ernten, Mulchen, Gießen und alles Mögliche. Das mache ich ja auch mit der Hand, das Gießen. Umgraben habe ich das ganze Feld auch mit der Hand damals im Herbst. Das ist ein Fulltime-Job, muss ich sagen. Und wenn dann die Leute so sagen, ja, du sollst halt arbeiten, genau das bisschen Garten, das ist halt wie immer nicht so der Fall. Und es geht ja vielen Menschen diesbezüglich auch so, auch jetzt wegen der ganzen Situation mit Corona, dass halt dann viele in Kurzarbeit gehen müssen oder weniger Geld verdienen. Und aus meiner eigenen Erfahrung muss ich auch sagen, das wünsche ich keinem. Also seit 4 Jahren mache ich ja das hier mit YouTube, versuche halt irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen auch nebenbei, was natürlich auch einmal reicht, um über die Runden zu kommen, aber so eine finanzielle Grundsicherung habe ich nicht. Ich bekomme ja nicht mal Sozialleistungen oder sowas. Hat natürlich auch andere Gründe. Aber ich wünsche das niemanden. Also wirklich in unserem jetzigen System ohne Geld, also wenig Geld ist gut für seine Bedürfnisse, also so viel wie man braucht, um einfach seine Bedürfnisse befriedigt zu haben, ohne in Gier zu leben oder in Verschwendung. Aber kein Geld in unserem jetzigen System ist richtig, richtig mies. Also das ist ein richtig schlechtes Gefühl. Und ich habe schon so lange Erfahrung damit und das wünsche ich ehrlich gesagt keinem. Also wirklich keinem, egal, ob der jetzt bewusst ist über unsere momentane Lage, wie unsere Natur steht, über andere Themen oder sowas, über unser Geldsystem oder sowas. Das ist mir völlig egal. Das wünsche ich einfach keinem. Das ist wirklich ein mieses Gefühl. Man ist unter Ängsten, man ist erpressbar und das schaffen nicht viele Leute mental und von der geistigen Kapazität oder auch von der Psyche her, das auch wirklich durchzustehen, weil da gibt es wirklich sehr viele Hänseleien, auch von Behörden, von der Gesellschaft und das ist wirklich nicht schön. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich keine Sozialleistungen für mich beantrage, zumal sie mir auch wahrscheinlich genehmigt werden, weil ich bei meinen Eltern lebe und die mir halt wirklich das ganze Projekt hier auch wirklich sehr dankbar finanzieren. Trotzdem möchte ich natürlich auch meinen eigenen Weg gehen, eigenes Geld verdienen, weil ich habe natürlich auch eigene Visionen. Ich würde mich gern hier viel mehr selbst ausleben. Und da muss man auch ein bisschen unabhängiger und selbstständiger werden. Und da muss ich mich auch nicht immer für irgendwelche Ausgaben rechtfertigen. Da kann ich nämlich auch einfach mal machen und muss nicht überlegen oder so lange warten, bis ich etwas umsetzen kann, weil dann habe ich auch die nötigen Mittel. Die können die mir auch die nötigen Ressourcen auch besorgen. Das ist einfach ein Kreislauf, mit dem es halt in unserem jetzigen System ein bisschen schneller geht. Also der Akku ist jetzt gerade leer gegangen, habe mir jetzt über 2 Stunden aufgeladen. Vielleicht sollte ich mir mal einen zweiten Akku holen. Dann könnte ich auch längere Videos machen, um darauf zu schauen. Jedenfalls habe ich in der Zeit wunderbare Süßkirschen geerntet. Das sind jetzt dann meine ersten dieses Jahr und boah, ich freue mich. Ich liebe Süßkirschen. Ich werde ja jetzt meine Abendmahlzeit auch mit Erdbeeren nochmal sehr versüßen. Also boah, Erdbeeren und Süßkirschen, das ist einfach wunderbar, wenn man die eigenen einheimischen Früchte hat. Und ja, wo ich halt aufgehört habe in dem Punkt, ist, dass ich halt diese ganzen Strapazen auch aufnehme, weil es einfach wunderbar ist. Also ich mache das erstens sehr gerne im Garten und es ist einfach ein wunderbares Gefühl, einfach so frische, sonnengereifte Süßkirschen zu essen, Erdbeeren oder auch durfte ich schon die ersten Gurken ernten oder auch diese wunderbaren Salate, die ich unten habe, die immer so schön wachsen. Also da kann ich auch mal ein paar Bilder auch zeigen. Und es ist einfach nur herrlich. Und letztens ist auch habe ich einen Vogel auf meinen Finger für 15 Minuten im Garten rumgetragen.
ja, in meinem Video mit reingeschnitten. Und das sind einfach für mich solche Momente, wo ich mir sage, das lohnt sich auf jeden Fall. Und jeder sollte dieses Gefühl haben, einfach in der Natur zu sein, ohne unser westliches Denken oder unser System da komplett sich unterdrücken zu lassen oder Angst zu haben. Ja, es sind schwierige Zeiten, weiß ich auch. Und wie gesagt, unterstützen wir uns einfach gegenseitig und versuchen das Beste daraus zu machen. Und damit möchte ich auch das Video jetzt hier belassen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Stichwort Unterstützung. Gerne könnt ihr auch den Kanal kostenlos abonnieren und auch auf die Glocke drücken. Da werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Natürlich findet ihr auch weitere Unterstützungsmöglichkeiten unten in der Videobeschreibung. Da sind auch zum Teil Affiliate-Links mit angegeben. Das ist halt so, dass ihr dann nicht mehr zahlt bei den Produkten und ich eine Provision trotzdem dafür bekomme. Also es ist sozusagen eine Win-Win-Situation. Wenn ihr halt zum Beispiel etwas online bestellt, dann über diese Links zum Beispiel, dann bekomme ich natürlich auch eine gewisse Provision. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten wie zum Beispiel die Crowdfunding oder PayPal ist natürlich auch alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten, Familie von mir und meinem Projekt erzählt, damit immer weitere Menschen auf mich aufmerksam werden. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr bei diesem Gartenrundgang dabei gewesen seid. Und ich wünsche euch jetzt einfach wunderbare, schöne Sommertage und genießt einfach die wunderbaren Gurken. Und ja, für alle, die jetzt noch dran geblieben sind, ich werde jetzt hier einfach eine frische Gurke ernten, weil hinter mir, da sind die auch schon im Freiland reif. Ich muss erstmal kurz mein Mikrofon abnehmen. Schöne Schlangengurke. Müsst ihr eigentlich immer bellen?